kann man keinen Streich spielen. Nee. Bin absolut streichfest. Ja. Ich ja auch. Du bist auch streichfest? Ja. Wie so ein Stück Butter. Nee, ich bin richtig streichfest. Na dann. Ich hab ja genau die gleichen Rechte wie du. Außer, dass ich das Mod D nicht ändern kann. Message of the Day kann ich nicht ändern. Ja, die kannst du nicht ändern? Nein. Okay. Da müssen wir uns auch mal... Müssen wir uns auch mal durchschauen. Weil das solltest du eigentlich auch ändern können. Oder vielleicht kann es generell nur der Bürgermeister, weil ich habe eigentlich bei dir alles freigeschaltet. Müsstest du noch mal gucken, weil soweit ich weiß, kann man das freischalten. Okay. Ja, die Rechteverwaltung kannst du auch machen. Ansonsten gib mir die Rechte. Har, har, har. Gucken wir mal hier, Settlements, Manage Roles damals. So. Machst du das nicht am Dings hier, am diesen Settlement Token? Ne, ich mach das hier mit dem Writ für das Settlement Deed. Ach so, das hast du, das hab ich ja nicht. Natürlich. Ansonsten wär's ja auch Mayor. Also Bürgermeister hier. Ja. So, also Message of the Day kann ich nicht ändern. Okay. Nee, die ist scheinbar nur dem Bürgermeister vorbehalten. Dann musst du das machen. Ja. Kann ich dir keine Nachrichten hinterlassen. Was mir allerdings noch fehlt, ist hier so ein Briefkasten. Okay. Dass man so einen Briefkasten hier so im Dorf aufstellen kann. Aber ich habe erfahren, es gibt einen Briefkasten, aber den muss man verzaubern lassen. Ja, ja. Musste. Und vor allen Dingen kostet das, glaube ich, auch irgendwas, Briefe zu verschicken, dann nicht. Weiß aber nicht genau. Nee, eigentlich nicht. Weiß nicht, vielleicht kannst du es ja wie bei WoW oder sowas an die Briefe dann anhängen, irgendwelche Items oder sowas. Nee, das geht nicht. Was kostet. Keine Ahnung. Boah, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Castle. Ja, Spirit Cottage und Spirit Castle. Genau. Sowas. Kannst du das nicht verzaubern? Nee. Ich kann leider nicht verzaubern. Kannst du nur machen, wenn du Priester bist. Und ich bin nur Follower. Kein Priester. Okay. Und ich würde auch nicht empfehlen, einen Priester zu machen. Weil, oder zumindest nur mit dem Zweitschar. Weil, wenn du Priester bist, dann kannst du manche Sachen nicht mehr machen. Also ich kann zum Beispiel nicht mehr irgendwelche Sachen verbessern oder so. Und ich weiß nicht, Holz hacken oder sowas kannst du dann vielleicht nicht. Kommt immer ganz drauf an, welche Gottheit du wählst. Okay. Ich frag gerade im German Help Channel nach. Schon gesehen. Vielleicht finden wir ja einen. Ja, ich glaube der Rockin hat noch einen Zweitschar Priester. Okay, dann müsstest du den da mal ein bisschen so anhauen. Du ganz eben, so leicht, so komm mal eben vorbei. Ja, der ist gerade nicht da, aber ich hau ihn auf jeden Fall mal an. Okay. Super. Ich muss ja sowieso mal mit ihm quatschen, weil der muss mir nämlich mal die Allianz Goldmine zeigen. Wir haben nämlich eine Goldmine. Ja. Also nicht hier auf dem Deed, aber in der Allianz haben wir eine. Und das ist doch schon mal sehr gut. Wozu ist Gold eigentlich gut? Erklär mal. Ich habe selber noch nie Gold in der Hand gehabt. Aber du kannst irgendwie daraus, ja, wie heißt es jetzt, fix Schmuck bauen und sowas und irgendwelche Altare und solche Geschichten und ja, aus Bronze kannst du zum Beispiel Glocken bauen
Und all so ein Kram, also die ganzen Schmuckgeschichten. Ja, aber wozu ist der Schmuck gut? Um die Skills zu erhöhen, oder? Weiß nicht, zum gut aussehen? Ach so. Keine Ahnung, was du damit alles machen kannst. Also du kannst jede Menge Zeug damit machen, mit dem Jewelry Crafting. Warte mal. Jewelry Crafting. Wie? Jewelry, so. Ach nee, Jewelry schreibt man das, glaube ich. Ja, genau. Schauen wir mal, was man damit machen kann. Genau, daraus kannst du zum Beispiel Altare bauen oder irgendwelche Kerzenhalter, Pendel, Statuen. Also bringt das nicht wirklich viel. Nicht unbedingt viel, nee. Okay. Aber ich meine, damit kannst du halt schöne Verzierungen und solche Geschichten machen. Und Ringe kannst du machen. Ich schätze mal, die kannst du auch noch irgendwie verzaubern oder sowas. Ich weiß es aber nicht. Ach ja, ich kann, danke beim Mason Skill, kann ich eine Trollstatue bauen. Soll ich das mal machen? So zwei Trolle so direkt vor dem Tor? Links und rechts? Hätte was. Hätte was. Wirst du aber wahrscheinlich einen Haufen Material für brauchen, ne? Eigentlich nicht. Nö, na dann. Guck mal eben. Hier, Statue. Hier. So, welche nehmen wir denn mal? Statue of Troll. Ein Stone Chisel und Rock Shards. Wie viel Rock Shards? Eins. Okay. Wahrscheinlich muss das Kilo sein. Huch. Warte mal. Troll Statue. Okay, gibt's nicht. Huch. Und nu? Ja, warte ab. Und nu? Und nu? Juhu! Ich hab ein Vrit. Yay! Da musst du das oben aber selber fertig machen, ne? Ja, krieg ich hin. Nee, Troll-Statuette ist es auch nicht. Troll-Statue. Ja, Statue hab ich eingegeben. Troll, so war das. Achso, Statue of Troll, okay. Statue of Troll. Ah, schon besser. Aha, okay, also du brauchst Rockshards und zwar 165 Kilo. Das ist doch kein Problem. Ja, das ist nicht so schlimm. Fange ich gleich mit an. Und, du kannst sie nicht aufheben, sondern nur schieben und ziehen. Also solltest vielleicht am Anfang schon so, zumindest in die Nähe, da wo es hin soll, das hinstellen. Schieben und ziehen. Ja, und drehen wahrscheinlich. Wie viel Kilo brauche ich nochmal? 165 waren es, glaube ich. Ja, okay, dann mache ich das. Ja, dann mach das doch mal. Nachdem ich das Rathaus fertig habe. Und schon wieder sind wir im täglichen Trott. Ich mache das, aber erst wenn ich das fertig habe. Aber dafür brauche ich das und dafür muss ich erstmal das fertig machen. Ja, das ist in Worm ist das echt übel manchmal. Man hat eine Baustelle, dann kann man da nicht weitermachen, dann muss man erst da weitermachen. Dann kommt die nächste Baustelle und dann diese noch und diese. Es ist, oh ja. Wenn man das alles nicht im Kopf hat, dann ist das Settlement, dann ist das verloren. Jetzt wird es mir echt mal Zeit, dass ich mal die Playlist ein bisschen erweitere. Da läuft seit Ewigkeiten die gleiche Musik. Da hätte ich eventuell was, aber das machen wir nachher, wenn keiner zuhört. Da hast du was. Da bin ich gespannt.
Ich hab genug. Boah. Vielleicht wollen wir das noch in Erwägung ziehen, ein kleines Webradio aufzumachen. Das wissen wir aber noch nicht so ganz genau. Weil ich schätze mal, wenn du jetzt in dem Channel, das ist jetzt mal, ich beschließe das jetzt mal so, ja? Okay, dann beschließ mal. Wenn du jetzt 100 Abos hast, dann mache ich ein Webradio auf. Oh, dann bin ich mal gespannt. Zum Thema Worm Online. Ach du Scheiße. Cool, dann gehe ich aber auch auf Sendung. Ja, klar. Jo. Darfst du. Das ist aber nett, das ist schön, das freut mich. Gut. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung davon, wie man Webradio aufmacht. Oh, ich habe das schon 2 Jahre gemacht. Ja, ich habe Ahnung von Auflegen, ich habe ein bisschen Ahnung von Moderation. Aber wie man Webradio selber aufzieht, nicht meine Baustelle. Sag mal so, wenn du das erste Mal Webradio machst und du machst es online, dann kommst du so vor, als würdest du mit dir selber reden. Ach so, gut, danke für den Tipp. Das ist genauso, als wenn du jetzt zum Beispiel alleine ein Let's Play machst. Ja, das erzähl mir mehr davon. Verarsch mich nicht. Ja, ich glaube, das geht eigentlich. Damit habe ich jetzt nicht so die Probleme. Aber es ist, hast schon recht, es kostet am Anfang, also ich habe es bei meinen Netplay-Aufnahmen gemerkt, das kostet am Anfang extrem viel Überwindung. Oh ja. Man kommt sich einfach saudämlich vor, ganz einfach. Aber man schafft's. Ja. Irgendwann kommt die Gewohnheit rein. So, jetzt muss ich mal langsam mal zu essen im Kopf hauen hier. Ich habe nur noch 27% Food. Das geht besser. Ja, die Nutrition nicht zu niedrig, ne? Ja, ich habe 58% Nutrition. Ja, notfalls wird die ja 10% abgezogen, dann ist deine Foodleiste wieder voll. Jo. Hello, how are you? Geht das? Xadrox haut sich auch gerade mal den Kopf rein. Ich schnappe mal hier so eine Kasserole raus. Die klaue ich ihm jetzt einfach. Während er mich sieht. Aber das ist mir egal. Jetzt bin ich wieder weg. Ja, wir dürfen doch. Er hat nichts gesehen, Also er hat mich angeschaut und mir zugewunken, aber er hat nichts gesehen. Ja. Kann er ja auch nicht, oder? Wie? Doch, das steht in der Event-Window. Jack's Wasted Life LP gets a meal. Oder gets a casserole. Schämst du dich nicht, unseren Koch zu beklauen? Nur marginal. Also sagen wir es mal so, es stürzt mich jetzt nicht in den Suizid. Übrigens, Leute, Suizid kann man ja auch machen. Ja, mach Werbung dafür. Nein! Wie, echt? Ach ja, stimmt, natürlich kann man Suizid machen. Das habe ich sogar am Anfang gemacht. Ich schon 3-mal. Oh. Ey, wie sich das anhört. Ich habe schon 3-mal Suizid gemacht. Jetzt kommt bestimmt die Frage im Kommentar. War es erfolgreich? Dann würde mein Kommentar zurückkommen. Hört ihr mich noch? Tja, ja. Du solltest echt mal professionelle Hilfe suchen, wenn du schon so suizidgefährdet bist, ganz ehrlich. In-game, nur in-game. In-game. Bin ich suizidgefährdet? Ach komm, lass das Thema wechseln, nicht Suizid hier, also bitte dich. Das ist alles so ernst hier, verdammt nochmal. Warum fängst du überhaupt damit an? Ich. Ja. Stimmt, ich habe das Wort als erstes in den Mund genommen. Aber manchmal aber echt. Schäm dich. Ja, also. Ja. 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 Genau. Ja. Ja. Nee. Wie? Hä? Nix. Ja. Gut. Oh Gott. Ha. Na, hier habt ihr was zum Lachen. Ich weiß nicht, ob das noch zum Lachen ist, ganz ehrlich.
Okay, so, da werden wir Kasserole essen. Kasserole essen. Ach, noch was Neues. Wir sind jetzt auf der Karte auch zu sehen. Ich habe dafür gesorgt, dass wir jetzt auf der Release-Map-Karte zu sehen sind. Und zwar bei den Koordinaten immer noch Y17X11. Das weißt du aus dem Kopf raus? Ja, habe ich schon im Kopf, ja. Traurig. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Also, was war es? Y17X11? Siehst du, du hast es gerade gesagt und ich muss schon wieder überlegen, wo wir eigentlich sind. Nee, aber mittlerweile sind wir da jetzt auch gekennzeichnet. Ja. Also wer einen Kompass hat und die Map offen hat, der wird uns definitiv finden. Also zwei haben uns schon gefunden. Richtig. Beziehungsweise drei. Drei? Ja, der Hickton, der war auch schon hier. Achso, der war auch schon. Ah, okay. Das ist doch unser Versorger hier mit unseren Tieren. Ah, okay. So, so. Der hat uns doch die Tiere besorgt. Übrigens willst du... Ach, du hast ja ein Pferd, ne? Ich habe ein Pferd, ja. Ja. Wir brauchen eventuell noch einen neuen Ochsen. Einen großen. Wir könnten unter anderem auch mal die beiden... Weißt du schon, ne? Er ist noch zu jung. Nein, nicht der Ochse. Meinst du die Pferde? Ja, genau. Zu jung. Wie zu jung? Nee, die sind beide erwachsen. Ja, probier's aus. Geh hin, versuch's. Nicht ich mit dem Pferd. Oh. Nein, die Pferde. Du musst das Pferd nehmen. Du musst das Pferd an der Leine nehmen. Ja, ja, ich weiß schon. Du, wir brauchen jetzt hier keinen Unterricht. Und dann Bienchen. Genau, und dann kommen die Bienchen und die Blümchen und die machen den Rest. Nein, das willst du nicht. Das geht so nicht, Leute. Was kommt? Nein, nein, nein. Wir manövrieren hier uns in eine Ecke, in der ich nicht sein will. Nein, ich auch nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ihr habt nichts mitgekriegt, Leute. Dieser Kasi, ey, Wahnsinn. Immer bin ich schuld. Ja, sicher. Ich bin halt nur offen und ehrlich, ich rede alles frei heraus. Ja gut, im Endeffekt können wir auch sagen, Xadrox war es, der kann sich nicht mal wehren jetzt gerade. Also von daher. Doch, wenn er das Video sieht. Dann kann der sich immer noch nicht wehren, weil dann ist schon passiert. Stimmt. Ja, ja, genau, apropos Xadrox. Ja. Apropos Xadrox, der wäre heute auch bei der Aufnahme dabei gewesen, aber leider hat sich sein Headset aus dem Hier und Jetzt verabschiedet. Ja, ne? Hat er vorhin gesagt. Seine Tochter hat das Headset in die Hand gekriegt. Genau, richtig. Das ist ganz schlecht. Böses Foul. Also wenn ihr wollt, dass der Xadrox bei uns mit dabei ist, dann... Kauft ihm ein Headset. Genau. Und wenn der Xadrox da jetzt uns anschreibt und sagt, ich habe jetzt 10 Headsets gekriegt, was habt ihr gemacht? Ne? Das wäre in der Tat mal eine Sache. Ey Leute, wenn das wirklich passieren sollte, ne? Ich nehm's auf, wie ich einen Facepalm mache, aber hundertprozentig. Lieferung für Herr Xadrox. Ich hab doch gar nichts bestellt, packst es aus, 50 Headsets im Karton. Oh ja, ich würde so feiern. Ich auch. Ich würd's auch tun. Auf jeden Fall. Lachen ist doch so was Schönes. Na schon, auch wenn nur wir beide lachen und sonst keiner mitlacht, ist mir egal. Die halten uns doch alle für verrückt hier. Nein, nein. Durchgeknallt. Nein. Ey, Spaß muss sein. Natürlich. Eben. Oh, Dulcien ist rausgeflogen. Oh, ich habe eine SMS bekommen. Wie ist das mal? Red mal weiter, ich bin kurz beschäftigt. Ja, ja, ich red weiter, ich mach einfach... Bla, 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 bla. Du bist einer. Wie, ich bin einer.
reiche fast für zwei, also ganz ehrlich. Nee, boah, Alter. Mein Blacksmithing-Skill ist jetzt auf über 31. Ja, so noch, geht da noch richtig was. Wird mal Zeit, dass ich hier... Nee, das mach ich hin. Oder? Mach ich? Ja, ich mach. Genau, zack. So, so ist besser. Was? Ach so. Hm. Jetzt aber F-Sleep. Schon besser. Du, Kasi, weißt du was? Ja. Im IRC-Channel kannst du das Kommando F-Sleep nicht einsetzen. Ist mir gerade aufgefallen. Das funktioniert nicht. Das ist dem Hightown letztens passiert und dann noch einer von denen. Na, siehst du? Und du bist jetzt der Dritte. Geil. Naja, wo uns gewohnt ist, weißt du, einfach Enter drücken, eintippen, fertig. Und ja. In dem Fall leider nicht. Oh je, oh je. Du bist einer, ey. Weißt du, was du mal machen musst? Was? Drück mal F10. Nein. Nicht? Nein. Nein. Huch. Ich hab die Leiste ausgeblendet oben. Vergiss das nicht. Ich weiß nicht, wie ich die wieder reinkrieg. Drück mal Escape. Ja. So, und dann guckst du mal. Nee, das war's nicht. Ja, genau. Gehst du mal unten links beim Menübar. Und da klickst du den mal weiß. Ah, ich hab sie wieder. Ich hab sie wieder. Er hat sie wieder. Yay! Super. Ja. Jetzt sehe ich das wieder. Ich hab mich schon gewundert, wie ist die überhaupt weggekommen. Klick mal auf GUI. Nein. Och, Menno. Das sehen die anderen nicht. Das stimmt. Ich tu's nicht. Ich tu's nicht. Also mittlerweile weiß ich. Ne? Mhm. So, jetzt geht's. Kann ich das Dach jetzt bauen oder nicht? Ja, jetzt wo du die Leiste wieder hast, natürlich. Ja, ich kann's bauen. Ne, es geht ja darum wegen dem Skill. Ja, ja, natürlich. Das mit der Leiste nichts zu tun hat, ist mir klar. Mal so ein bisschen Verwirrung stiften. Hm, mach's ja gerne. Natürlich, du, ich bestehe aus Verwirrung. Hauptsächlich. Genau. Ich hab voll die actiongeladene Musik hier beim Axt verbessern. So, jetzt sind wir da auch bald durch, hoffe ich doch mal. Jo, das reicht. Tut mir übrigens leid, wenn es irgendwie ein bisschen langweilig ist, aber ich muss hier verbessern bis zum... Geht nicht mehr. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Pause. Das hört sich doch noch am Plan an. Genau, wir machen eine kleine Pause. Ja. Und jetzt mache ich mal die Ansage hier, obwohl das eigentlich Jacks ja, ja. Übernehmen du einfach. Wir machen jetzt eine kleine Pause, Leute. Wir melden uns wahrscheinlich heute noch wieder. Natürlich. Wenn nicht, dann später. Auf jeden Fall kommt in unser Dorf, wenn euch das Spiel gefällt. Word. Mal Werbung. Word. So, ich sag schon mal Bye-Bye und ich übergebe das Wort jetzt an Jack. Okay, du hast dich übergeben, das ist schön und wir werden uns in der nächsten Aufnahme hören, ne? Bis denn dann. Tschüss.